Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeladon zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst aus Vertania City, mit dem immergrünen Paradies. Jo. Zum Ende des letzten Parts haben wir dieses Vertania City ein wenig durchsucht. Jo. Ich würde mal sagen, hier waren wir schon überall. Gehen wir mal weiter hier entlang. Da steht ein Mann und eine Frau. Sprechen wir sie mal an. Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Wie ich sehe, besitzt du einen Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Das hat mir aber Professor Eich schon gezeigt. Naja gut, dann zeigst du es mir halt nochmal. Daran soll es nicht liegen. Verflixt, beinahe hätte es geklappt. No, oder auch nicht. Es funktioniert nicht. Ich bin aus der Übung. Und Pokebälle habe ich auch keine mehr. Ich muss mir im Pokémon Supermarkt neue besorgen. So, sieht so aus, als müsste ich das auch. Gut, dass mich der Herr darauf hingewiesen hat. Dann mal ab in den Markt. Ich glaube, genau dafür stand er dort. Um mich darauf hinzuweisen, dass ich hier einen Pokéball kaufen soll. Naja, ich kaufe mal ein bisschen mehr. Habe ich erstmal auf Vorrat. Jo. Dann noch einen Trank besungen, ein bisschen was. Nicht nur einen Trank, sondern ein paar mehr. Feuerhelder, Parahelder gegen Gift. Boah. Und zwei von jeder Sorte, würde ich sagen. Dann hier noch ein Parahelder, zwei. Und zwei davon, dann sind wir ordentlich ausgestattet. Reicht das erstmal für eine Weile. Ist mein Geld auch langsam alle. Und weiter geht's. Da sind wir jetzt gewappnet für... da kann ich nicht durch. Für den Kampf im hohen Gras. Wenn ich zum Einkaufen nach Armoria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. Geradeaus. Soll ich dir noch einmal zeigen, wie man Pokémon fängt? Nein, bloß nicht. Oh, ich bin dir nicht gut genug. Doch schon irgendwie, aber man hat mir das schon zweimal erklärt. Ups, damit zurückgesprungen. Braucht das kein drittes Mal erklärt bekommen. Sorry, tut mir leid. Und Vertania City Pokémon Arena. Was? Schon eine Pokémon Arena? Wir dürfen schon kämpfen. Diese Pokémon Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl der Arenaleiter ist. Ja, wenn die geschlossen ist, dann können wir da wohl nicht rein. Ich habe ja sowieso erst ein Pokémon. Da muss ich wohl noch ein paar mehr Pokémon fangen, um in der Arena antreten zu können. Tipps für Trainer. Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Ja, ist klar. Und desto höher gelevelt die sind, desto besser wird auch der Kampf. Das Schild lese ich nicht. Scheiß drauf. Ist bestimmt nur ein Tipps für Trainer. Oh, hohes Gras. Ab hindurch. Ah, kein Pokémon. Okay. Und was haben wir hier?
Ah, das sind diese Toren zu den Routen. Du gehst in den Vertania-Wald, sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Okay, ich werde aufpassen. Um neue Arten von Pokémon zu finden, musst du durch das ganze Land ziehen. Bereits hinter dem Vertania-Wald findest du andere Arten. Okay. Ich werde mich bemühen, mich nicht zu verlaufen. Kommt vor, ist bei mir schon ein bisschen typisch, dass ich mich verlaufe. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, können sie fliehen. Okay, war mir fast schon klar. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Na dann. Achso, du willst nicht gegen mich kämpfen. Aber dieses wilde Pokémon. Ein wildes Taubsi. Ich glaube, ich fange es mir einfach. Ein wildes Taubsi kann ich gebrauchen. Ist bestimmt mal flugfähig später. Und ja. Ist nicht falsch, eins im Team zu haben. Also, Item. Pokéball. Oh, das Menü sieht ein bisschen unpraktisch aus, aber war so. Taubsi wurde gefangen. Das war wohl so früher. Eintrag im Pokédex angelegt. Taubsi, Kleinvogel. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Möchtest du dem Taubsi einen Spitznamen geben? Jetzt habe ich ja geklickt. Will nicht. Soll Taubsi heißen. Okay. Zeige ich hier mal Pokémon. Zeige ich hier Taubsi und Pikachu. So, das Taubsi vielleicht mal. Naja. Ich habe ja einen Trank. Wo ist mein Trank? Karte, Pokéball, Gegengift, Paraheiler, Feuerheiler. Sag nicht, ich habe keine Tränke gekauft. Ja, naja. Wird auch so gehen. Bei Vergiftung hat sich das Gegengift aus dem Pokémon-Supermarkt bewährt. Okay. So, das Team ist schon Größe 2. Und ein Raupi. Ein wildes Raupi haben wir hier. Und das ist eines der beiden Raupen-Pokémon in diesem Spiel. Ich weiß nicht. Ich würde es mir ja prinzipiell holen, aber stehe nicht so auf Raupis. Raupi wurde besiegt. Ja, dann hat sich das. So. Da haben wir hier gleich einen Pokémon-Trainer. Willst du gegen mich kämpfen? Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun los, Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle dabei dir haben. Ja, ich habe genug Pokébälle bei mir. Aber mir fehlen leider die Tränke. Okay, da ist nur ein Stück hohes Gras. Oh, da ist der erste Trainer. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Jo, lass loslegen. Käfer-Sammler möchte kämpfen. Na dann, soll er seine Käfer einsetzen. Sind wahrscheinlich die zwei Pokémon. Raupi und das andere Hornino. Donnerschock. Würde mich nicht wundern. Gibt ja, glaube ich, nur diese beiden Käfer-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Diese Edition. So, dann noch einmal Donnerschock und dann haben wir das erste erledigt. Ich habe, glaube ich, gar keine andere effektive Attacke. Level 7. Nice. Da hätte ich, glaube ich, nur noch Routenschlag oder wie hieß das? Nein, ich will Taubsi nicht wechseln. Ah, noch ein Raupi. Hier habe ich Routenschlag. Das bringt nicht sehr viel, deshalb müssen wir wohl bei Donnerschock bleiben. Ist eher ineffektiv. Die Holder ist auch etwas ineffektiv. Also weiterhin Donnerschock einsetzen, Pikachu.
Tackle. Okay. Eigentlich bräuchte ich meinen Trank. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Pikachu alt 79 EP-Punkte, Zwergi besiegt, Käfersammler. Ah, Raupi hat es nicht geschafft. Zwergi gewinnt 70 Pokédolle und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Käfersammler hervor. Boah, Tränke werden überbewertet. Würden wir uns dann, wenn wir K.O. gehen und wieder zurück zum Pokémon Center müssen. Tipps für Trainer. Du kannst deinen Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Schön, schön. Jetzt haben wir einen Pokéball. Zwergi findet Trank. Aha. Schön, dass ich jetzt auch einen Trank habe. So. Teammitglied 2 ist da. Vielleicht finden wir noch ein Teammitglied Nummer 3. Oh. Nur ein wilder Trainer. Ich bin der Beste. Du kannst mich nicht besiegen. Das werden wir mal sehen. Käfersammler möchte kämpfen. Hat er gar keinen Namen? Scheinbar nicht. In den älteren Versionen haben sie jetzt alle Namen. Also in den neueren Versionen, nicht in den älteren. Das ist die ältere Version. In den neueren Versionen haben sie alle Namen. So schwer bist du gar nicht. So ein guter Trainer, wie du dich selbst findest, bist du nicht. Fadenschuss. Aha, interessant. Die Attacken sind auch hier ja, nicht sehr gut animiert, aber man kann, glaube ich, froh sein, dass es überhaupt Animationen gibt für die Attacken. Also, dass es sich zumindest irgendwas bewegt in den Kämpfen, da kann man sich schon drüber freuen. Pikachu erreicht Level 8. Oha, wird wieder so ein typischer Zwergenfürst-Move. Donnerwelle. Dass ich meinen Starter-Pokémon trainiere und alle anderen nicht. Ja, ich möchte mal meinen Pokémon wechseln. Jetzt kann mal Taubsi mal weiterkämpfen. Oh, ein Safecon. Ist auch schon erste Generation. Ja, klar. Weiterentwicklung von Raupsi ist eine Mischung zwischen Taubsi und Raupi. Das entsteht, wenn Taubsi mit Raupi in Ei legt. Oha, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Herzner, yep, wegen solchen Attacken könnten wir es durchaus schaffen. Yep. Weil Herzner bringt relativ wenig im Angriff. Das lässt mir die Möglichkeit anzugreifen. Und besiegt mein Taubsi nicht. Oh, Wirbelwind ist auch eine. Oh. Relativ gut animierte Attacke, ja, finde ich. Windstoß ist es. Also, ja, für die Verhältnisse gut animiert. So. Volltreffer. Besiegt. Na, das dürfte doch einiges geben. Level 7. Käfersammler besiegt. Dabei habe ich mich so angestrengt. 80 Pokédolle und siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. Und weiter geht's. So, da haben wir noch ein Safecon. Denn auch dich werde ich nicht in mein Team nehmen. Verschwinde. Ich will ein anderes. Nein, ich will dich nicht Safecon. Safecon. Naja. Egal. Sprich die eher oder falsch aus. So. Wenn nicht, ist es in Ordnung. Mitglieder. Ein drittes muss ich mir jetzt nicht im zweiten Part zulegen. Das kann ein bisschen Zeit noch einnehmen. In Pokémon Weiß habe ich ziemlich lange dafür gebraucht. Brauche ich nämlich ziemlich lange dafür. Das Gegenwartszeit. Ich spiele es immer noch. Zwingi findet Trank. Ja. Schön, schön. Kann ich gebrauchen. Oh, ein Trainer im hohen Gras. Hey, warte mal. Warum die Eile?
Käfersammler. Noch ein Käfersammler. So viele Käfersammler hier. Eine Horde wilder Käfersammler. Donnerschock. Ich setze immer weiter Donnerschock ein. Obwohl ich jetzt eine neue Attacke habe. Kann ich auch mal ausprobieren. Donnerwelle. Was bringt das? Los, Donnerwelle. Okay, ist paralysiert. Okay, jetzt habe ich nochmal Donnerwelle eingesetzt. Sorry. Hat nicht verklickt. Ich benutze doch tatsächlich das Steuerkreuz im Kampf. Für das Gehen benutze ich aber den Schiebepad. Aha. Interessant. So macht man das nicht. Aber ich mache das so. So, jetzt noch einmal Donnerschock. Er ist paralysiert. So, Robby wurde besiegt. Käfersammler wurde besiegt. Uff, du bist zu gut. Ich gebe auf. Zwei gewinnt 100 Pokédonner. Und geht siegreich aus dem Kampf gegen einen weiteren Käfersammler hervor. So sind wir jetzt bald raus aus dem Wald. Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohe im Gras fern. Ja, das ist als Trainer ein bisschen schlecht. Wenn ich hohe im Gras fern bleibe. Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Okay. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene Puppen zu finden. So, hier ist keiner. Und weiter geht's. Haben wir viele... Ach, das ist so ein Busch, den er meinte. Mal viele Käfersammler getroffen. Und in 20 Puppen gefangen. Jetzt sind wir hier. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält dieses Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. EP. Ja, wo sind wir denn? Dachte, das wäre das Ortsschild. Das steht wohl immer ein bisschen weiter hinter. Hier ist das Pokémon Center. Ortsschild, wo bist du? Ich hab's nötig. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Und dann mein Pikachu und mein Taubsi, mein Raubsi. Das wäre doch mal ein cooles Pokémon. Könnte man mal erfinden. Ein Raubsi. Wie das wohl aussehen würde, malt es für mich und schickt mir einen Bildlink in die Kommentare. Na. Pokémon Center sind echt klasse. Dort können sie deine Pokémon komplett heilen. Sie können sogar schwerwiegendere Dinge wie etwa Vergiftungen heilen. Schön, schön. Und dich dort? Was haben wir mit dir? Was? Die Rocket befindet sich auf dem Mondberg. Das muss ich sofort melden. Verschwinde. Okay, bin schon weg. Team Rocket, von denen habe ich gehört. Von Pummelufts Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Ja. So. Ich werd's nicht müde. Hier gibt es nur wenig ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Gut, Rocco, von dem habe ich auch schon viel gehört. Technische Maschinen. Das Pokémon-Center, da waren wir schon. Kann ich denn gar nicht hinter Gebäuden längs? Scheint mir schon. Scheinbar kann ich das nicht. So, wen haben wir hier auf dem Feld? Ein Jasna. Psst.
Weißt du, was ich hier mache? Nur verrat's mir. Versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Okay, so kann man es auch machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Denke, Schutz ist eher für das Pokémon gedacht, dass das von anderen Pokémon ferngehalten wird, aber egal. Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien von Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Okay. Da werde ich bestimmt auch mal da vorbei wuseln. Warst du schon im Museum? Nein. Wirklich nicht, es ist aber ein Besuch wert. Oha, führt er mich jetzt. Muss ja nichts tun. Führt er mich direkt zum Museum. Es ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Hoffe ich doch. Rein da. So, für Kinder kostet der Eintritt 50 Poké-Dollar. Möchtest du hinein? Jo. Ja, mit dem Ticket. Vielen Dank. So, was haben wir hier zu sehen? Was gibt's im Museum zu sehen? Oha, ein Skelett. Aerodactyl-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Und du so, was hast du zu sagen? Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Aha, interessant. Und schauen wir das hier. Kabutops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Schön, schön. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Die werde ich mir bestimmt noch ansehen können. Mondstein, was ist daran so einzigartig? Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein. Der 20. Juli 1969, die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra eine Farbfernseher gekauft. Aha, Omi erzählt von ihrer Kindheit. So, hier haben wir die Raumfahrtausstellung. Space Shuttle Columbia. Naja, eine Ausstellung ist das nicht, das ist vielmehr ein Exponat. Eine ganze Ausstellung, die müsste ein bisschen größer sein. Ich hätte gerne ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eines fangen. Meins kriegst du nicht. Meins. Nein, 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 nein. Das kriegst du nicht. Nein, nein, nein. Das ist mein Pikachu. Nein. Das gehört mir. Kriegst du nicht. Ich würde dein Pikachu gerne nehmen, aber es hängt zu sehr an dir. Schön. Du kriegst es auch nicht. Schnell verdonisieren. Und damit er uns nicht unser Pikachu abknüpft. Jo, haben wir auch das Museum mal besucht. Ein Wissenschaftsmuseum. Naja, ist ein bisschen klein das Museum, aber hat ja auch nur 50 Poké-Dollar gekostet. So saftiger Preis ist das ja auch nicht. Du bist Trainer. Roku ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Folge mir. Okay. Ich müsste vielleicht vorher mal mein Pokémon-Team heilen im Pokémon-Center. Ach so, da ist die Arena. Danke, dass du mich hingeführt hast. Wenn du genug Mumm hast, dann versuch dich an Roku. Mache ich. Ich eile aber nochmal schnell zum Pokémon-Center, wenn ich es wiederfinde. Jo. Roku, von dem habe ich schon ordentliches gehört. Und da freue ich mich schon ordentlich drauf, gegen ihn anzutreten. Willkommen im Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Einmal heilen bitte. Ich habe glaube ich nicht gekämpft hier, aber Schaden tut's nicht. Vor der Arena sich mal aufzuladen. Die Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei.
So. Richtung Arena geht es nun. Rocco, ich komme. Rocco, halt die Augen auf. Du wirst sehen, dass ich dich besiegen werde. Marmoria City Pokémon Arena, Arena-Leiter Rocco. Der Steinhase-Pokémon-Trainer. Okay, okay. Rein geht's.